Alles, was nicht mit der Bibel, dem Wort Gottes, übereinstimmt, ist eine Lüge Satans. Ganz gleich, ob es von der Regierung kommt, von irgendeiner wildfremden Person oder einem Freund. Wenn etwas nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es eine Lüge. Heute geht es darum, den Charakter des Feindes zu kennen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir das Wesen Gottes kennen, aber es ist auch wichtig zu wissen, wie unser Feind, Satan, von seinem Wesen her ist. Schauen wir uns erst einmal den Charakter und das Wesen Gottes an. Wir wissen, dass er gut ist. Wenn mich also jemand ermutigt, dann weiß ich, hier hat mir jemand etwas Gutes getan. Gott hat jemanden gefunden, durch den er wirken kann. Und aus diesem Grund wurde ich ermutigt. Jetzt geht es mir besser. Doch wenn mich jemand kritisiert und runterzieht, wenn ich verurteilt werde und die Leute unfreundlich zu mir sind, dann sollte ich meine Zeit nicht damit verschwenden, mich darüber aufzuregen. Ich sollte klug genug sein, zu erkennen, dass der Teufel mich durch andere verletzen und aus der Spur bringen will. Er will nicht, dass ich Fortschritte mache. Er hasst jeden Fortschritt in meinem Leben, und zwar abgrundtief. Paulus sagt, vor mir öffnete sich eine Tür mit großen Möglichkeiten, doch mit ihr kamen auch die Angriffe. Ich sage immer, höhere Liga, stärkerer Gegner. Immer wenn ihr vorankommt, neues Land einnehmt und euch entscheidet, ich werde mehr tun, ich werde intensiver für Gott leben, ich werde stärker mit ihm zusammenarbeiten, weniger selbstsüchtig sein und mehr Menschen helfen, wird das heftigen Gegenwind verursachen. Alles andere ist eine Illusion. Man muss sich also bewusst machen, dass der Teufel einen angreift. Ich weiß, dass du mich angreifst, Teufel, aber so geht das nicht. Doch was passiert, wenn wir den Charakter unseres Feindes nicht kennen? Dann verstehen wir die Welt nicht mehr. Nun versuche ich schon, alles richtig zu machen, und trotzdem passiert mir so viel Negatives wie nie zuvor. Stimmt doch, oder? Wir alle durchleben solche Zeiten und dürfen nicht aufgeben. Sobald wir es geschafft haben, kommen wir in ein weites, neues Land. Im Grunde kann man es mit einer Geburt vergleichen. Das Baby wird im Bauch seiner Mutter immer größer. Und wenn es dann in die helle, schöne Welt eintreten soll, muss es sich erst einmal durch den engen Geburtskanal quälen. Ich bin mir sicher, dass es denkt, was soll das? Mir ging es doch gut, wo ich war. Und du willst mir erzählen, dass es mir hier besser gehen wird? Wenn ihr also diesen Druck und die Enge spürt, sagt einfach, Gott lässt gerade etwas Neues in mir entstehen und auf diese Weise werde ich in eine größere Freiheit hineinkommen. Der Teufel will mich bloß unter Druck setzen und mir das Leben zur Hölle machen. Deshalb werden wir uns heute die Zeit nehmen, das Wesen des Teufels zu durchleuchten. Wir wollen ihm nicht zu viel Zeit widmen, doch wir müssen ihn kennen. Als erstes will ich einmal feststellen, der Teufel ist ein Lügner. Ein Lügner. Jesus ist die Wahrheit. Der Teufel ist ein Lügner. Johannes 8, Vers 44. Ich will euch mal ein paar sehr hilfreiche Bibelstellen zeigen. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also alles, was nicht mit der Bibel, dem Wort Gottes, übereinstimmt, ist eine Lüge Satans. Ganz gleich, ob es von der Regierung kommt, von irgendeiner wildfremden Person oder einem Freund. Wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es eine Lüge. Könnt ihr mir zustimmen?
Doch es gibt viele, die sofort entgegnen würden, ach, die Bibel darf man nicht so wörtlich nehmen. Ich weiß nicht, wie man die Bibel sonst verstehen sollte. Ich kann mir doch nicht ein paar Stellen herauspicken, die mir gut gefallen und die anderen ignorieren. Aber viele machen genau das. Entscheiden wir uns jedoch von Anfang an zu glauben, dass die Bibel wahr ist, werden wir nach und nach innerlich wachsen und immer mehr verstehen. Die Bibel ist wahr. Sie ist wahr. Sie ist wahr. Wir können unser Leben nach ihr ausrichten und dann am Ende das Leben genießen, das Jesus für uns hat. Oder wir können herumeiern, alles relativieren und am Ende in einem großen Chaos landen. Der Teufel appelliert immer an eure Vernunft. Ach, das macht doch keinen Sinn. Ach, das macht doch keinen Sinn. Wisst ihr, es muss uns nicht alles logisch erscheinen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Wir müssen es mit unserem Herzen verstehen. Ich kann nicht sagen, dass ich das Thema der Erlösung vollständig erfasst habe. Ich war nicht da, als Jesus für mich starb. Doch ich weiß, dass er für mich starb. Was er tat, war unlogisch, doch mein Herz hat es verstanden. Ich weiß es von ganzem Herzen, wisst ihr? Wir sollten eher auf unser Herz hören. Manchmal müssen wir das Gehirn ausschalten, die Sache etwas tiefer angehen und uns fragen, was sagt mein Herz? Ich weiß es von ganzem Herzen. Der Teufel ist ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder. Johannes 10, Vers 10. Auf dieser Bibelstelle basieren viele Lehreinheiten. Es ist eine meiner Lieblingsstellen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wer ist froh, dass Jesus kam? Nummer 3. Er ist ein Betrüger. Offenbarung 12, Vers 9. Das bedeutet, er lügt uns an, wenn wir ihm glauben, hat er uns betrogen. Betrogen werden heißt, eine Lüge zu glauben. Habt ihr eine Ahnung davon, wie vielen Lügen wir immer noch Glauben schenken? Deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Immer wenn ihr biblische Wahrheiten hört, können Lügen in eurem Leben ans Licht kommen. Mein Vater hat mich jahrelang sexuell missbraucht und ich dachte deshalb, ich hätte nur ein zweitklassiges Leben vor mir, hielt mich für zerstört, ruiniert und hatte keine positiven Erwartungen an das Leben. Ich glaubte das, weil der Teufel mir diese Gedanken immer wieder einflößte, bis ich schließlich die Wahrheit herausfand. Die Wahrheit macht frei. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Doch es geht nicht nur darum, dass ihr irgendwo sitzt, die Wahrheit hört und gleich frei werdet. Das ist zwar ein wichtiger Schritt, aber nur der erste. Ihr müsst auch über das Wort Gottes nachdenken, darüber nachsinnen. Glaubt es und sprecht es aus. Formuliert es in euren Gebeten, handelt danach und findet selbst heraus, dass es in eurem Leben funktioniert. Ein anderes Beispiel ist das des Gebens. Die Idee, Geld zu geben, kam nicht von irgendeinem Prediger, sondern es war Gottes Idee. Er hätte sich irgendetwas anderes ausdenken können, damit sein Wort gepredigt werden kann, aber er will die Menschen involvieren. Sie sollen geben, und das ist wichtiger, als wir denken. In Malachi sagt Gott sogar, prüft mich. Probiert es aus, prüft mich, fangt an zu geben. Und schaut, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütte. Wir sollen also auf sein Wort hin handeln und es ausprobieren. Wir können nicht alles theoretisieren und lediglich diskutieren. Einige von euch sollten mal ihren Kopf abschalten. Viele Menschen, die Jesus nicht annehmen können, meinen nämlich, viel zu schlau dafür zu sein. Das ist doch völlig unlogisch, das macht doch gar keinen Sinn. Ich sage euch mal, was keinen Sinn macht. Mein Lebensstil, bevor ich Jesus kannte, der machte wirklich keinen Sinn. Das hier macht sehr viel Sinn. In Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir also, dass der Teufel ein Verführer ist. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, ja, ich weiß, wir reden nicht gerne über den Teufel oder Satan.
Und leider scheint es, als ob die Christen immer weniger von ihm wissen wollen. Ich bin jahrelang in den Gottesdienst gegangen und habe nie eine Predigt über den Teufel gehört. Ich hielt den Teufel für eine Faschingsfigur in einem roten Pyjama mit einem langen Schwanz und einem Dreizack, ehrlich. Nun, ich wusste, dass es den Teufel gibt, aber ich hielt ihn nicht für einen persönlichen Feind, der mein Leben zerstören will. Doch wir sollten uns bewusst machen, dass der Teufel hier auf Erden sein Unwesen treibt und uns zerstören will. Er setzt alles daran, damit wir nicht vorwärts kommen. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für euch. Selbst wenn er mächtig ist, zeige ich euch eine Bibelstelle, die belegt, dass ihr mehr Kraft habt als er. Das war mir jahrelang nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass ich Macht hatte. Ja, Gott war in meinen Augen mächtig, doch ich hatte keine Ahnung, dass er diese Macht mit mir teilen wollte. In Offenbarung 12 lesen wir weiter, dass er der Verkläger der Brüder ist. In der Bibel steht, dass er uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Tag und Nacht. Unglaublich. Der Verkläger der Brüder. Seine Anklage lautet, du hast dies und jenes nicht getan, du hast davon nicht genug getan, weder lange genug gebetet noch die Bibel gelesen, du warst nicht nett, du hast nicht, du warst nicht, du bist nicht. Wenn du nachts zur Toilette gehst, fallen dir gleich 5 Dinge ein, die der Teufel dir vorhält. Ist doch so. Davon müssen wir wegkommen, wenn wir jemals im Leben weiterkommen und innerlich wachsen wollen. Wenn wir das Leben genießen wollen, das Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat. Das sollte unser Hauptziel sein. Vielleicht denkt ihr, ach, das klingt aber ungeistlich, nur das Leben genießen zu wollen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in vollen Zügen genießen können. Leben im Überfluss. Wer von euch hat Kinder und möchte, dass diese unglücklich sind? Eure größte Freude ist es doch, sie gesund zu sehen, wie sie ihr Leben genießen, wie sie lachen und alles so richtig auskosten, wie sie anderen Gutes tun und dankbar sind. Das macht euch als Eltern doch auch froh und nicht, wenn sie depressiv sind, sich selbst verdammen, unsicher sind und alle möglichen Probleme haben. Das möchten wir überhaupt nicht, das macht uns traurig. Ich denke, es ist Zeit, dass wir Gott glücklich machen. Eines sage ich euch, wenn ihr glücklich seid, ist Gott auch glücklich. Er sandte Jesus, damit er euch durch sein Blut dem Feind abkaufen kann. Wir müssen das Wesen des Feindes kennen und sagen, ich mache bei diesem Unsinn nicht mehr mit. Es ist Zeit, aufzustehen, unseren Platz einzunehmen und uns wie die Armee Gottes zu benehmen, anstatt liegen zu bleiben und uns vom Teufel niedertrampeln zu lassen. Amen. In 1. Mose 3, Verse 1 bis 5 sehen wir, dass das Täuschungsszenario bereits im Garten Eden begann. Genauso wie er Eva getäuscht hat, täuscht er auch heute noch. Hier können wir einiges lernen. 1. Mose 3, Verse 1 bis 5. Aber die Schlange, Satan, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Jetzt hört euch das mal an. Satan log zwar, aber nicht sofort erkennbar. Irgendwie mehr hinten herum. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Er will, dass Eva die Dinge in Frage stellt. Warum hätte Gott das sagen sollen? Das hat er bestimmt nicht gesagt. Ganz sicher nicht, das ist doch völlig sinnlos. Erkennt ihr seine Taktik hier? Hört mal weiter. Da sprach die Frau zur Schlange. Seht mal, man kann mit dem Teufel diskutieren. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Achtet mal darauf, was Satan hier tut. Eva hätte alles machen können und auch Adam hätte alles essen können. Nur eine Sache
hatte Gott ihnen nicht erlaubt. Und gerade die pickt der Teufel sich heraus, um ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was sie nicht tun sollen. Wie oft wollen Menschen nicht zu Jesus gehören, weil sie meinen, dann nichts mehr tun zu dürfen? Ehrlich, ich habe so viel Freude am Leben, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Ich sage euch mal eines, seitdem ich für Gott lebe, habe ich keine Langeweile mehr. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Nein, ihr werdet nicht sterben, auch wenn Gott das so gesagt hat, stimmt es nicht. Und jetzt passt mal auf. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also, was drückt der Teufel damit aus, Eva? Gott enthält dir etwas vor. Das, was er dir verboten hat, enthält er dir vor. Auch wir sollen denken, dass Gott es nicht gut mit uns meint, dass er uns helfen könnte, aber es nicht tut, weil er uns etwas vorenthalten will. Der Teufel legt uns nahe, dass wir es uns einfach nehmen müssen, auch wenn Gott gesagt hat, dass es nicht gut für uns ist. Wir kennen das ganze Chaos, das Eva verursachte. Im Grunde war es aber nicht ihre Schuld, es war Adams. Er war eigentlich der Verantwortliche. Das ist ein anderes Thema. Wenn Adam das Haupt der Familie sein will, muss er in die Hufe kommen. Und nicht die Frau vorschicken, damit sie mit dem Teufel diskutiert. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Glaubt daran. Wenn ihr für Gott lebt, dann wird er euch belohnen. Er bringt euch nicht eine beliebige Belohnung vorbei. Er ist der, der großzügig belohnt. Wenn ihr also Zeit mit Gott verbringt, wird eine Belohnung auf euch warten. Er belohnt vielleicht sogar die, die sonntags in die Kirche gehen. Aber er wird ganz sicher diejenigen belohnen, die ihn von ganzem Herzen, ja, von ganzem Herzen, hört zu, von ganzem Herzen suchen. Der Teufel möchte das auf keinen Fall. Er will, dass ihr aufgebt, abbrecht und das Leben nicht genießt. Aber ich sage euch, gebt nicht auf, brecht nicht die Zelte ab. Gott wird diejenigen belohnen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und, auch wenn das Leben manchmal schwierig ist, genießt jede Sekunde, auch die schweren Zeiten. Es ist an der Zeit, damit anzufangen. Stimmt ihr mir zu? Lukas 10, Vers 19. Es müsste verboten sein, so viel Spaß zu haben. Besonders in der Kirche. Kommen wir noch einmal auf die Machtfrage zurück. Ja, der Teufel hat Macht. Er hat Autorität. Doch wir sind es, die ihm die Macht geben, indem wir seinen Lügen glauben. Das will ich nochmal sagen. Wir geben dem Feind Macht, indem wir seinen Lügen glauben. Je mehr biblische Wahrheiten ihr erkennt, desto öfter könnt ihr dem Teufel die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, du bist ein Lügner. Ich weiß, dass Gott mir nichts vorenthält. Gott ist gut und sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird Gott meinen Wunsch erfüllen. Und wenn ich es jetzt nicht bekomme, dann nur, weil es nicht gut für mich ist oder nicht an der Zeit. Du wirst mich nicht gegen Gott aufhetzen. Setz dem Teufel etwas entgegen. Eva diskutierte mit ihm. Warum nicht wir? Manchmal ist es so, als ob wir mit unseren Gedanken diskutieren. Die Gedanken sind ein Schlachtfeld.
Und genau da will Satan die Schlacht gewinnen, in unserem Gedankenkarussell. Es ist wahr, oder siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben. Hier steht nicht, ich werde vielleicht eines Tages hoffentlich, wenn nichts dazwischen kommt. Ich habe gegeben. Und wenn Gott etwas gibt, dann bleibt uns nur noch eines, es anzunehmen. Es zu glauben und anzunehmen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. So ist das. Halleluja. Das gilt für jeden von uns, wirklich für jeden. Es wäre großartig, wenn ich jedem von euch in die Augen schauen und es euch persönlich sagen könnte, das gilt für dich, das gilt für dich. Denn wie oft hören wir das zwar, glauben es, aber nur halbherzig. Ja, manche haben diese Vollmacht. Joyce, du hast sie sicher, weil du rumschreist. Nein, diese Vollmacht hat die Mutter mit ihren 5 Kindern. Diese Vollmacht hat der Mann, der 2 Arbeitsstellen hat, nachts nach Hause kommt, noch den Rasen mäht und einen Ölwechsel vornimmt. Diese Vollmacht habt ihr in allen finanziellen Nöten. Diese Vollmacht habt ihr, auch wenn euer Kind euch das Leben schwer macht. Diese Vollmacht habt ihr, auch wenn ein anderer befördert wurde, obwohl ihr es verdient hättet. Und zwar nur, weil er den Boss umschmeichelt hat und ihr nicht. Es ist wahr, ich habe euch für euren Alltag Vollmacht gegeben. Für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Gott gibt uns die Kraft, über unser Jetzt voller Hoffnung hinauszublicken. Es ist unglaublich, wie viel Macht Hoffnung hat. Was kann der Teufel euch schon antun, wenn ihr die Hoffnung nicht verliert? Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, dass etwas Gutes passieren wird. Etwas Gutes wartet auf mich. So ist das. Leider haben wir alle einen Feind. Die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan oder auch den Verkläger der Brüder. Wissen Sie, er ist bekannt für seine Lügen. Er klagt die Kinder Gottes an, damit sie sich schuldig fühlen. Doch wenn wir sein Wesen kennen, werden wir gut vorbereitet sein, ihm widerstehen zu können. Wir sollten wirklich verinnerlichen, was Gott über uns sagt. Achten Sie darauf, was Gott über Sie sagt. Es gibt einen Satz, den ich gern zitiere. Ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte, aber Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Ich bin auf dem Weg. Ich ermutige Sie, sich das auch zu sagen. Schauen Sie nicht darauf, was noch fehlt. Schauen Sie auf Ihre Fortschritte und freuen Sie sich darüber. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns. Unser Team ist gerne für Sie da. Dies ist der größte Fluss in Sambia. Wir hatten hier große Probleme. Am Fluss leben viele Krokodile und Nilpferde. Am gefährlichsten ist es für Kinder. Ich habe meine Tochter durch den Angriff eines Krokodils verloren. Ich hatte sie zum Wasserholen an den Fluss geschickt. Wie alt war sie? 10. 10 Jahre. Dank ihrer Hilfe konnte Hand of Hope, der christliche Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in diesem Dorf einen Brunnen bohren. Die Bewohner haben jetzt direkten Zugang zu frischem Trinkwasser. Endlich trinken wir im Dorf gutes Wasser und sind sicher. Und es gibt keine Unfälle mehr mit Krokodilen. Dieser Brunnen hier kommt nicht von Ihnen. Er kommt nicht von Hand of Hope. Für uns kommt er direkt von Gott. It is safe, Madame. Nun sind wir sicher. Darüber sind wir alle sehr glücklich. Thank you. Danke.